Hallihallo, meine lieben Leute, da bin ich wieder mit einer weiteren Folge von mir, Survival Games. Und Robin ist immer noch im Hintergrund dabei. Aber er kommt erst gleich wieder. Und wir sind hier mitten in der Aufnahme. Eine Runde Survival Games, dann stimmen wir mal für die Map. Dann nehmen wir einfach mal die. So, und da geht's auch hoffentlich bald los. Ohne dass ich rausgekriegt habe werde wegen diesen Premium-Leuten. Ich wollte eigentlich in ein 64-Spiel haben, möchte ich gerne haben, aber das funktioniert leider nicht. Wollten sie alle nicht. Und hier ist ein Jump'n'Run. Und wir sind voll, das heißt, wenn jetzt ein Premium-Typ joint, habe ich Pech gehabt und das finde ich kacke. Hoffentlich, dass diese Runde weitergeht, ohne dass wir gleich rausgekickt werden. Oh, oh, es geht dann in 10 Sekunden los. Ob Robin wohl noch in den 10 Sekunden kommt? Nein, oder nicht. Es geht los. Gut, gut. Mal ein bisschen wieder Survival Games spielen. Mit meinen eigenen richtigen Skin. Okay, es geht los. Also die Map kenne ich auch schon. Hoffen wir auch, hallo. Fucking. Hallo, bin ja, ich hab's tatsächlich doch noch geschafft. Was? In eine Arena zu kommen. Und schön, dass erstmal ein Hallo an dich. Hallo Mirko, hallo die Zuschauer. Ich habe meine einzigste Waffe ist eine Axt. Geht doch. Aber ist immerhin was. Da oben ist eine Kiste. Ja, dann solltest du machen. Oh. Das ist eine komplette, fast eine komplette Ausrüstung für mich. Ob da wohl noch eine ist? Kann ich mir gut vorstellen. Schönes Haus hier oben. Tatsächlich, ich habe jetzt schon eine komplette Rüstung. Ich könnte mir sogar eine ganze Dings anziehen. Aber wie viel Damage macht die? 5 und das Schwert? 4. Also ist die Axt noch ein Ticken besser. Nur, dass ich mit der Axt eigentlich nicht so ein Typ bin, der damit schlägt. Ja, die Map kennst du auch. Dann nimm das Schwert. Aber das Schwert ist billig, weil die hier, es gab auch Leute mit Diamantenaxt und so. Oh, eine Kiste. Mal gucken, ob hier alles frei ist. Boah, TNT. Ich weiß nur nicht, ob man dafür zünden muss oder ob man das so platzieren kann. Oh, ah, okay. Man kann... Das war natürlich dumm. Ja. Man kann es tatsächlich einfach platzieren in Survival Games. Das kann auch so, war das glaube ich auch. Ist der Kettenfußpanzer nicht besser als Gold? Wow. Ah. Mach den D. Fuck. Nein. Fuck. Das war natürlich kacke und es dauert auch total lange in so eine Arena reinzukommen. Hier siehst du da. Der wird auch Gewinner. Alter, wie viele wenig noch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es lohnt, ob ich jetzt schon eine Arena bekomme. Ne? Ja. Das heißt, das ist aber sichert noch gar nichts. Weil immer noch kann man rausfliegen wegen dem Premium-Typen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, aber so ist das Leben. Meistens fliegst immer du raus. Ja, warum nämlich mal in der Arena, bevor du weggegangen bist, da bin ich auch in eine Arena gegangen. Hab gerade angefangen, so die Aufnahme zu machen, so auf einmal fliege ich raus. Ah.
Was ist denn da so Schönes oben? Mal gucken, wo er... Ach, der guckt nach da. Mach doch mal eine Champignon da unten. Na, na. Doch, doch. Na, na. Mach doch selber. Kannst ja mal eben so übersteuern, dann springst du mit mir. Ja. Dann lass mich mal spielen. Ich greif zur Hose und mein Laptop rein. Komm mal hier raus und nimm mir deine Maus. Warum wäre gesagt, das geht echt? Du kannst tatsächlich meine Figur spielen von deinem Rechner, von dem da aus, wo du gerade bist. Oh. So, du bist nicht rausgeflogen. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ab hier bin ich sicher. Eigentlich ja. Nein. Ich würde schon jetzt schon laufen, Mirko. Lauf, nach vorne. Du bist schneller da. Popo. Oh. Was war denn da los, Mirko? Nicht nach unten. Ach, die Map. Da erinnere ich mich noch an was. Als wir beide da unten gelandet sind. Nee, geh mal zurück, genau. Geh aber jetzt mal die Treppen hoch, komplett hoch. Dun, 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 dun. Wir spazieren einfach mal eine Treppe hoch. Alter, es geht das hoch. Aber da sind Kisten. Noch weiter. Einfach mal ganz nach oben spazieren. Mhm. Die sind Kisten? Ja. Da sind doch Kisten. Oh, schnell. Fuck. Weg. Nicht springen. Ah! Du bist doch so ein Horny. Failrunden. Du bist doch so ein Horny, ey. Wieso springst du da runter? Ich glaube, da sind wir beide auf so einem Ding standen. Wieso springst du da runter? Ja, man sieht hier da alles keine vorhanden. Ach. So. Wenn ich jetzt runterspringst, wer denn? Oh Gott. Wieso springst du da denn runter? Ja. Oh mein Gott. Das war echt. Hier, Quasi Shiny Skin, also Sylvanic Skin. Ja. Warte, nee. Wir haben nichts Besseres zu tun, außer hier zu warten. Mach mal schon gewonnen. Ich bin da so nubig da gerade. Ja, und kannst du mehrmals probieren. Mein Gott, du hast noch 40 Sekunden Zeit. Boah, ey. Schaffe ich das in den 10 Sekunden am wenigsten ein hochzukommen? Nein. Was ist das denn für eine komische Arena? Ahnung. Weiß nicht, ob ich die Map kenne. Ist jetzt noch nicht. Boah, gut Mirko. Seine Erfahrungen gesammelt. Das ist doch besser im Jump'n'Run. Mirko sagt nix. Ja. Dafür ist der Robin da. Der muss ja ein bisschen labern. Damit ja. Ich mich schön konzentrieren kann auf diese Runde. Fucking, verpiss dich. Sind wir auf dem Flughafen? Oh ja. Komm, wir hauen ja ab. Fuck, hier kommt man nicht vom Flughafen. Da.
Ich habe doch noch eine Kiste gesehen. Da mit einer Verlandemann. Die hat bestimmt schon einer geholt. Nein! Setz den Hammer. Für dein Gehirn. Mirko, deine Brust kann man sehen und deine Füße. Sind die Füße nicht kalt? Wir hauen ab vom Flughafen. Sind deine Füße nicht kalt? Ja, schon irgendwie. Aber zum Glück haben wir ein bisschen Sonne hier. Solltest du dir mal Schuhe und vielleicht mal ein Oberteil. Ich hab das Gefühl, dass es eine Falle ist, wo du jetzt drin bist. Ne. Oh, da unten sind Kisten. Aber das ist eine Falle. Geh da nicht runter. Das ist eine Falle. Da kommst du nicht mal raus. Doch, da ist eine Tür. Ah, ob die hört dich ja gut, denn geh da runter. Meinst du? Fuck, jetzt ich. LOL! Oh! Hammer geile Sachen! Jetzt. Und ich habe nur einen Schalter dafür umgelegt. Du musst die Schuhe anziehen. Deine Füße sind kalt. Hab ich doch. Du hast keine Schuhe an. Doch. Lol. Ja. Hier gibt's noch einen Gang. Okay, das ist ja doch keine Falle aus der Lücke. Lol. Das ist bestimmt eine Falle. Wie lange haben wir denn jetzt schon diese Runden gespielt? Ich glaube, dass ich heute einfach zu Beginn so ein bisschen sehr nobel bin. Ja, das glaube ich auch. Und damit würde ich auch mal sagen, das war's erstmal. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung für den Herrn Mirko da. Würde ihn sehr, 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 sehr freuen. Ja, und dann viel Spaß. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Ja, oder mit Ö, was auch immer. Tschüss.